Hallo und willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Heute ist Dienstag, der 6.3. Au, meine Katze ist gerade auf meinen Schoß gesprungen mit ihren Krallen. Ne? Ach, nicht so schön. Da ist sie, die kleine Maus. Ja, dann muss sie wieder rumlatschen, ne? Ist klar. Auf jeden Fall, ich habe gerade meinen Vlog hochgeladen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass der PC jetzt wieder geht. Und ich hoffe, das hat alles jetzt so wirklich funktioniert. Ja, ich lade gleich schon mal ein anderes Video für Donnerstag hoch, weil ich möchte jetzt wirklich versuchen, Dienstag, Donnerstag, Samstags. Dienstags kommen mal die Wochenvlogs und Donnerstags und Samstag halt andere Videos. Genau. Und ich wollte euch gerade was zeigen. Und zwar sind heute ein paar Dinge angekommen, die ich mir bestellt habe. Ich fange erstmal an mit den Büchern und DVDs. Und zwar habe ich als erstes hier die Simple Fit Methode, Frauenfitness ohne Hantel und Gewicht, ist so eine DVD und ein Buch, mir bestellt, war recht günstig, ich glaube 10 Euro bei Amazon. Dann habe ich mir noch eine DVD und zwar Bikini Fat Burner. Ich will das einfach alles mal austesten, ich habe noch keine Ahnung davon, aber wir werden es mal sehen, weil ich habe mir jetzt wirklich vorgenommen, noch mehr Sport, also was heißt noch mehr Sport zu machen, das hört sich an, als würde ich viel Sport machen. Ich gehe ins Fitnessstudio, meistens zweimal die Woche. Aber ich möchte mehr machen. Genau, das ist der Grund. Ich möchte am liebsten, das ist mein Ziel für auf Dauer, dreimal die Woche ins Fitnessstudio und dann zwischendurch zu Hause halt immer noch mal so ein Workout oder hier. Dann habe ich mir noch eine Zumba-DVD gekauft. Das möchte ich auch gerne mal machen, einfach um mich mehr zu bewegen, um, ja, keine Ahnung. Ich möchte es einfach gerne machen. Yes. Oh, kleine Maus, hallo. Die ist so süß. Naja, auf jeden Fall, das sind die Bücher, die ich mir gekauft habe. Und dann habe ich mir jetzt noch dazu bestellt, dass ich dann habe, ich habe mir noch ein paar, ja, Nahrungsergänzungsmittel, sowas oder für den Sport halt noch bestellt. Und ich wollte euch generell zeigen, was ich jetzt immer zu mir nehme. Genau, ich zeige euch erstmal, was ich neu habe. Und zwar ist das einmal Omega-3 rein pflanzlich, also kein Fischöl, sondern das ist so Algenöl, denke ich mal. Algenöl heißt Algenöl, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ja, auf jeden Fall Omega-3 habe ich mir gekauft. Das ist ganz gut, wenn man Sport macht. Und dann habe ich mir noch Kreatin, auch in, also vegan, steht da, glaube ich, ja, steht extra vegan drauf. Kreatin gekauft. Was steht da alles drauf? Mehr Kraft, jede Muskelkontraktion benötigt Kreatin. Und das ist, glaube ich, auch dazu da, dass Wasser in den Muskeln auch eingespeichert wird, damit die Muskeln definierter werden. Also nicht definierter, sondern ja, ein bisschen praller, kann man dazu sagen. Ich weiß nicht, wie ich es gerade sagen soll. Naja, auf jeden Fall, das sind die Sachen, die möchte ich jetzt immer nehmen. Nofretete, du kannst mal gerade aufhören. Ich bin gerade am Vloggen, du störst gerade ein bisschen hier. Geh mal runter. Genau, das ist das. Dann möchte ich jetzt versuchen, oft, nicht jeden Tag schaffe ich nicht, weil ich nicht dran denke. Aber ich habe mir mal letztens bei Rossmann Vitamin 3, D3-Tropfen mitgenommen. Weil das ja so eine Sache ist mit Vitamin D in Deutschland, ne, nimmt man nicht so viel auf. Deswegen habe ich mir jetzt da so geschmackslose Tropfen mitgenommen. Und das gebe ich immer, wenn ich mir mal so einen Shake mache oder einen Smoothie, dann gebe ich das da immer mit rein. Genauso wie das hier habe ich nämlich dreimal. Ich hatte ja damals vegane Boxen und irgendwie habe ich diese Dose dreimal. Und ich habe erstmal geguckt, was ist das überhaupt? Und wozu ist das? Es ist leicht verdaulich für die Vitalität, enthält Zink, Selen und Mangan. Ja, das ist sind nährstoffreich, keine Ahnung, eine Samenmischung mit Kürbis und Banane. Das ist, glaube ich, gesund oder keine Ahnung. Es enthält halt wichtige Nährstoffe. Deswegen mische ich mir das und das schmeckt auch ganz gut. Deswegen mische ich mir das auch immer in Shakes oder wenn ich mir irgendwie so, keine Ahnung, irgendwas mache, Smoothie oder so. Genau. Und das mische ich da auch immer mit rein. Das habe ich auch letztens bei Rossmann gekauft. Und zwar Well Mix Sport, veganes Protein. Weil, ja, ich meine, also als Veganer nimmt man ja auch Proteine auf, weil die Proteine entstehen durch Pflanzen. Die werden auch nicht durch Tiere hergestellt, die entstehen durch Pflanzen. Und, allerdings nimmt man, wenn man, also man muss eine große, große Menge an den bestimmten Pflanzen essen, wo viel Protein drin ist, um mehr Muskeln aufzubauen. Und ja, die große Menge werde ich nicht essen, jeden Tag. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal veganes Protein zugelegt. Ist auch Vitamin B12 drin, habe ich jetzt erst gesehen. Ich habe nämlich auch noch Vitamin B12 hier. Nehme ich immer mal ab und an. Also das nehme ich auch nicht regelmäßig jeden Tag. Das nehme ich einfach mal, wenn ich dran denke, nehme ich mit B12. Aber ja, keine Ahnung. Das Vitamin B12 und B6.
Und Eiweiße sind hier drin, mit Vanillegeschmack, genau. Das gibt's bei Rossmann, habe ich mir halt da gekauft. Das habe ich ja gesehen, stand vegan drauf, dachte ich, nehme ich mal mit. Ja, Protein zum Muskelaufbau. Nehme ich aber auch nicht wirklich regelmäßig. Ich muss mal gucken, dass ich das wie auf der Packung zu mir nehme und nicht immer mal, wenn ich dran denke. Aber da steht eine Portion am Tag. Optimal zu den Mahlzeiten und bis zu 2 Stunden nach dem Training. Okay, ich versuche das mal nach dem Training zu nehmen. Vielleicht denke ich da morgen dran. Und dann hatte ich hier noch was rumstehen, das habe ich mir irgendwann gekauft, aber irgendwie komme ich da nie zu, das zu benutzen. Aber ich will es lernen halt. Nahrungsergänzungsmittel, diese ganz Brausetabletten hier. Einmal Calcium. Gott, hat mich erschrocken. Katze wieder da. Dann habe ich das einmal für Vegetarier und Veganer mit B12, Eisen und Vitamin D. Und dann habe ich das noch einmal mit Eisen und Vitamin C. Das will ich einfach nur lernen, weil ich hasse diese Tabletten, Brausetabletten. Irgendwie denke ich da nie dran und ja, keine Ahnung. Genau, das wollte ich ja einfach nur zeigen, so was ich mir gerade bestellt habe, was ich vorhabe mit dem Sport und alles. Und ja, wir werden sehen, ob das klappt. Wahrscheinlich nicht. Aber mal gucken, was geht hier bei ihr ab. Guckt euch mal die kleine Maus an. Was hast du vor? Was hast du vor? Sie weiß es, glaube ich, selber nicht, was sie vorhat. Jetzt guckt sie nicht mehr. Oh mein Gott, die ist so süß. Ne? Jau, renn alles um. Ja, genau, jetzt spielt sie wieder mit dem Stift. Ne? Ich finde nie mehr die Stifte wieder, weil sie die immer vom Schreibtisch runterschmeißt. So, kommt ihr so in der Schublade. So, jetzt hast du es. Genau, das wollte ich auch nur sagen. Und ja, ich werde jetzt noch ein Video schneiden. Noch ein paar Sportsachen packen, meine Klamotten für morgen auslegen. Ja, das ist jetzt so der Plan. Dann melde ich mich wahrscheinlich erst morgen wieder, wenn überhaupt, weil ja, in der Woche gibt es immer nicht so viel zu vloggen, weil nicht so viel passiert. Ich komme von der Arbeit und dann ist schon dunkel. Ich möchte meine Katze gerne auffressen, die ist so süß. Die ist so süß. Ja. Genau. Dann sehen wir uns die Tage wieder, wenn ich wieder irgendwas zum Vloggen habe. Wäre Maskierten bewaffnet, erwartet auf Opfer im Gebüsch. Also pass auf, dass er dich nicht erwischt. Seine Klinge, sie blitzt im Mondlicht auf. Der Killer steht hinter dir und holt aus. Lauf weg, wenn du kannst, denn so ist er dein Bier. Ja. Yeah, yeah. Ist er deine Frau? Ja. Yeah, yeah. Nimmst du noch die Breite in Ruhe? Nee, halt! Maul! Hallöchen. Ich melde mich heute wieder am Donnerstag. Gestern war ich beim Sport. Da habe ich nur kurz davor gefilmt, wie ich hinfahre, aber danach habe ich vergessen zu filmen, beziehungsweise hatte keine Zeit. Obwohl doch, ich habe, glaube ich, habe ich noch gefilmt beim Essen? Ja, ich glaube schon. Ich war mit meiner Mutter erst noch essen, da habe ich einen veganen Burger gegessen. Und danach war ich beim Sport und war dann beim Sport so richtig K.O., weil ich so voll gefressen war. Ja, und dann war ich relativ, ich war, glaube ich, bis um 8 Uhr zu Hause. Und bin dann direkt duschen gegangen. Von da habe ich nicht mehr so viel gemacht und geschafft. Ich habe halt noch ein Video hochgeladen, was heute online kommt. Also heute ist bei mir Donnerstag. Da ist ja das Verlosungsvideo online. Also alle jetzt, die das Video jetzt gucken, nimmt noch schnell an der Verlosung teil. Ich bin gerade so müde. Und jetzt bin ich gerade zu meinem alten Zuhause gefahren, wo meine Mama wohnt. Die ist jetzt gerade nicht da, aber ich warte jetzt hier auf meinen Bruder. Der holt mich vor dir ab und dann fahren wir zusammen zu meinem Vater, also zu unserem Vater und zu den Hundis, ja. Ich sehe heute voll fertig aus, ich bin ungeschminkt. Nur meine Augenbrauen habe ich heute geschminkt, ich sehe irgendwie K.O. aus. Ich bin aber auch K.O., ich bin echt müde heute, ich weiß nicht warum, ich brauche Wochenende. Aber gut, morgen ist wieder nur ein kurzer Tag auf der Arbeit, muss ich wieder nur bis 12:30 arbeiten, das ist immer richtig, richtig geil, weil das geht super schnell rum. Genau, und dann hat man es wieder geschafft und ist erstmal wieder Wochenende, yay! Jo, ich hoffe, der kommt jetzt langsam mal. Ja, müsste jetzt gleich kommen. Und ich hoffe, ich vergesse nicht gleich da zu filmen. Dann kann ich euch mal wieder die kleinen Wauzis zeigen.
Hallo zusammen, am Freitag. Ich habe mir wieder super viel vorgenommen für den Freitag. Und was ist passiert? Ich habe mich hingelegt und bin eingeschlafen, wie ihr vielleicht noch sieht. Ich bin sehr verschlafen gerade. Ja, hat also mal wieder richtig gut geklappt. Irgendwie freitags ist es bei mir immer so, ich muss mich dann nach der Arbeit irgendwie erstmal hinlegen und dann penne ich ein und oh, es nervt mich so. Meine Katze hat, glaube ich, gerade einen Anschlag auf mich vor. Sie sitzt da schon so in Lauerstellung. Ich glaube, sie kommt jetzt gleich angerast, jede Sekunde. Ja, auf jeden Fall, da ist sie schon. Hallo. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ich werde mich jetzt fertig machen, nochmal kurz ein bisschen schminken. Also nur ganz leicht, ich will einfach nur so ein bisschen in Ordnung aussehen. Weil ich gleich streame. Und zwar spiele ich gleich wieder PlayerUnknown's Battlegrounds. Und das wollte ich jetzt mal wieder streamen. Ich wollte ja anfangen, auf Twitch ein bisschen zu streamen. Allerdings ging das ja voll in die Hose, weil dann mein PC, ich habe einmal gestreamt und dann hatte ich ja das Problem mit meinem PC. Und ja, jetzt geht der PC ja wieder und jetzt dachte ich mir, dann kann ich das heute streamen. Und dafür mache ich jetzt kurz meine Haare noch und ganz bisschen noch Schminke drauf. Ja, und dann streame ich eine Runde. Und ja, ansonsten heute nichts mehr. Dann werde ich morgen produktiv sein, hoffe ich. Tja, bringt ja alle nichts. Ich wollte heute eigentlich auch meine Zumba-DVD austesten, aber das wird dann morgen der Fall sein oder Sonntag. Aber auf jeden Fall noch einmal am Wochenende. Oh, die ist so cute. Ich habe die süßeste Katze auf der ganzen Welt. Ich liebe sie so, ne? Die ist so unglaublich süß. Oh Gott. I'm in love. Und ich bin eigentlich kein Katzenmensch, muss ich nochmal dazu sagen. Absolut nicht, aber eine Sphinxkatze ist einfach unbeschreiblich toll, wirklich. Einfach richtig, richtig toll. Ich liebe die Kleine einfach über alles. Aber gut, das will ich jetzt nicht noch 100 Mal sagen. Ich mache mich jetzt fertig und streame dann hoffentlich gleich. So, ich bin jetzt auf dem Sofa und bin ein bisschen am Zocken. Ich wollte ja eben, ich hatte ja gesagt, ich wollte streamen. Irgendwie hat OBS mich verarscht und irgendwie das Spiel nicht erkannt. Ich habe keine Ahnung, das heißt, ich konnte nicht streamen. Ich habe dann einfach so PlayerUnknown's Battlegrounds gespielt. Und genau, jetzt zocke ich gerade wieder ein bisschen Call of Duty. Joa, mal gucken. Und wenn ihr gerade was hört, ist der Geschirrspüler. Ich muss mal den Geschirrspüler wieder anschauen. Meine Katze rastet hier aus, hier. Ja, hallo. Oh, die ist so süß, Leute. Das ist der Geschirrspüler noch für Tete. Ja, genau. Ich zocke jetzt eine Runde und werde mich dann erst morgen wieder melden. Ich habe mich schon abgeschminkt und alles. Habe schon Schlafanzug an. Ja, mal gucken, spielt so lange, bis ich müde werde, dann gehe ich ins Bett und morgen kommt relativ früh meine Mutter, weil wir noch so ein paar Sachen fertig machen müssen, was wir letzte Woche nicht geschafft haben, was die Wohnung hier angeht und ja, halte ich morgen noch irgendwas Spezielles vor, ich weiß es gar nicht. Mal gucken, vielleicht ob ich Shishan gehe oder ob ich einfach nur hier bleibe, aufräume. Ich wollte noch zwei Pflanzen pflanzen und draußen auf meiner Terrasse habe ich ja so ein bisschen Beet drum und ich habe mir zwei Rosen gekauft, einmal eine weiße Rose und einmal rosa und die wollte ich dann morgen noch einpflanzen. Ich hoffe, ich denke dran, aber werde ich schon schaffen, genau. Dann bis später, beziehungsweise bis morgen, aber ihr seht es jetzt sofort. Hallo ihr Lieben, oh, ah, muss meine Haare gleich noch glätten, ich war vorhin duschen. Ich war gerade noch mal kurz in der Stadt und habe auch ein paar Blümchen gekauft. Ihr könnt mal hier kurz gucken. Da vorne habe ich ein paar Blümchen gepflanzt und da hinten, das sieht man jetzt nicht so, habe ich zwei Rosen gepflanzt. Also die müssen natürlich noch kommen, also sie sprießen schon ganz leicht. Ja, einmal rosa und weiße Rosen. Genau, die paar Blümchen da vorne. Und schon mal ein bisschen Unkraut da entfernt, wie man sieht. Ja, ganz langsam fange ich an. Die Terrasse muss ja eh irgendwann noch neu gemacht werden, weil die sieht katastrophal aus. Die wird auch noch schöner werden, aber das Geld habe ich gerade nicht. Aber vielleicht fangen wir diesen Sommer schon an, muss ich mal gucken. Ja. Genau, und ich habe hier noch so komische Solarleuchten. Die sind zwar nicht mega hell, aber ich glaube, es sieht ganz cool aus, wenn die da sind. Die waren recht günstig. Muss ich allerdings noch die Kleber da ordentlich entfernen. Hi Katze. Genau, deswegen lege ich die jetzt erstmal hier hin, das muss ich noch machen.
weil ich möchte nach und nach so ein bisschen jetzt schon mal die Terrasse so schön machen. Also ein paar Pflanzen brauche ich, aber da sieht schon mal ein Stück schöner aus, wenn man da so ein bisschen schöne Blümchen sieht. Und wenn dann erstmal natürlich die Rosen auch schön groß werden und blühen, dann wird das natürlich richtig schön aussehen. Deswegen sieht es jetzt noch ein bisschen leer aus. Aber die werden ja auch einiges einnehmen, denke ich mal, die Rosen. Genau, dann muss ich da noch alles runterpflanzen. Ja, das dauert alle noch ein bisschen. Muss ja auch nicht alles sofort sein. Genau, jetzt wollte ich die Bude aufräumen. Und gleich, eigentlich wollte ich heute noch ein Video drehen, aber vielleicht mache ich das auch morgen sonst. Au, Katze, es tut weh. Genau, ich räume jetzt erstmal auf. So, ihr Lieben, ich habe gerade Videos gedreht. Zum einen diesen Look, also ich habe ein First Impression Video gemacht und ich weiß nicht, ob ihr seht, ich habe da so Sternchen. Ich finde das ganz cool. Ja, jetzt muss ich mir überlegen, was ich anziehe. Ich habe das Problem, ich habe sehr viel Wäsche, schmutzige Wäsche hier und nichts irgendwie, was ich gerade anziehen kann, was Hosen angeht. Ich habe nur zwei Leggings und ich mag es nicht so gern, wenn man Leggings trägt und man irgendwie voll den Arsch sehen kann. Finde ich irgendwie nicht so schön einfach, finde ich nicht angemessen, keine Ahnung. Habe ich bestimmt auch schon mal getragen, aber eigentlich mag ich es nicht so, vor allem, wenn ich irgendwie weggehe. Nur gerade sieht das ziemlich problematisch aus, weil ich gerade irgendwie kein langes Oberteil finde und nur Leggings habe, weil die anderen Hosen alle dreckig sind. Deswegen muss ich jetzt erstmal schauen, was ich anziehe. Achso, ihr wisst noch gar nicht, was los ist. Ich wollte eigentlich ganz gechillt dieses Wochenende zu Hause bleiben. Allerdings gehe ich doch wieder Skischauen. Ann-Christine hat mich gefragt, ob wir tatsächlich Skischauen wollen, vorher noch einen Cocktail trinken. Und wenn mich meine Freundinnen fragen, die noch nicht mal gerne Skischauen, ob ich Skischauen gehen will, dann sage ich natürlich nicht nein. Ne? Das wäre schon doof, ne? Genau, deswegen suche ich mir jetzt irgendwas. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwas finde, ob ich noch einen guten Cardigan finde irgendwie oder irgendwas, das ich hier drüber ziehen kann, weil, ja, mal gucken.